Guten Abend, друзья. Меня зовут Инга Минскрицкая. Guten Abend. Wir stellen uns kurz vor. Das ist die Inga Минскрицкая. Ich bin Eugen Minz. Я буду преподавателем на вашем обучающем семинаре. Die Inga wird auch beim Seminar, welches dann am 10. Juli stattfindet, die Ausbildungsleiterin sein für den Lehrgang. И о себе более подробно я еще расскажу перед началом семинара, а сейчас я бы больше хотела посвятить времени вопросам. Если останется у нас время, то я тогда больше расскажу про себя. Also mehr über mich werde ich auch beim Seminar dann am Samstag erzählen. Wenn dann noch, wie gesagt, Fragen übrig bleiben, beziehungsweise heute wollen wir mehr auf die Fragen eingehen, dass wir das im Vorfeld klären, beziehungsweise auch die Gruppe ein bisschen darauf vorbereiten. Und wie gesagt, am Samstag gibt es dann mehr über die Inga von ihr auch. Ты говорила, что Валя Бунден хотела. Валя Гайст. Валя Гайст. Ну, я отправил всем, кто записался. Окей. И первый вопрос, okay. который был. Und die erste Frage. Для кого этот die Seminar? Wir auch bekommen haben von euch, für wen ist das Seminar eigentlich? На этот семинар могут прийти все желающие, те, кто интересуется своим здоровьем. То есть не только те, у кого болит живот, все абсолютно люди, кого интересует здоровье, здоровый образ жизни, для них будет этот семинар полезным. Also am Seminar kann praktisch jeder teilnehmen. Also man muss jetzt nicht warten, bis man irgendwelche Krankheiten oder Schmerzen hat, sondern für jeden Menschen, der sich für die Gesundheit, für die eigene Gesundheit interessiert, für die Gesundheit seiner Mitmenschen, also der oder die kann selbstverständlich sich dazu anmelden und bei diesem Seminar mitmachen. Вне зависимости от пола, это могут быть и мужчины, и женщины, и также вне зависимости от возраста. То есть, если это подросток или ребенок, и он уже заинтересовался своим здоровьем, его это интересует и волнует, он также может посетить наш семинар. Also unabhängig vom Geschlecht, Männer, Frauen sind willkommen, unabhängig auch vom Alter, wenn jetzt irgendwie auch Jugendliche, Heranwachsende sind, die sich dafür interessieren, für das Thema können die auch selbstverständlich wahrnehmen oder teilnehmen so am Seminar. Потому что сама схема и те практика, которая будет дана, она лишена каких-то сложных манипуляций, и поэтому ее может освоить даже ребенок. Und die Techniken und die Praktiken, die die Inga vermittelt, die sind eigentlich so eine Art Basis für so diese Art für dieses System. Und die Basisübungen kann auch ein Jugendlicher halt also erlernen und selbstverständlich bei sich selbst ausführen und ja, bei Erwachsenen, vor allem, wenn man ein bisschen Erfahrung darin hat, dann umso mehr. И даже если вы не имеете никакого отношения к медицине, если у вас нету никакого понимания вообще, как расположены органы, и вы даже себе просто не представляете, все равно данный семинар будет для вас полезен, он будет для вас понятен, и вы получите и теоретический навык, и практический навык. Und auch wenn Sie keine Ahnung haben, wie die Organe dann oder wo sie sich befinden und wie sie aufgebaut sind, also von Anatomie, jetzt nur vielleicht so die, das Grundwissen aus der Schule haben, selbst dann dürfen Sie mitmachen, selbst dann wird es für euch interessant sein, weil es, wie gesagt, beim Seminar, beim Lehrgang so nach und nach vermittelt wird und erklärt wird, so dass jeder mit und auch ohne Vorkenntnisse hier sehr gut mitkommen kann. Также вы сможете практиковать. После того, как завершится семинар, вы уже получите ваш полученный навык. Он не требует длительной отработки. Вы можете сразу же приступать к практике, радовать себя, радовать своих близких, тем, кому вы готовы подарить приятные массажи живота. Und Sie können selbstverständlich diese Techniken gleich, also nach dem Seminar, ausführen, am nächsten Tag selbstständig durchführen bei sich selbst, bei euren Lieben und so weiter. Wie gesagt, die Techniken sind einfach, wirkungsvoll, schnell zu erlernen und schnell und einfach anzuwenden auch. Следующий вопрос. Если у меня не получится, но я уже отчасти ответила на этот вопрос, то что даже если вы новичок и абсолютно ничего не знаете, это простая схема, она прошла. Я взяла самое лучшее, ценное, как это сказать, эссенцию из китайской техники, из аюрведы и основой
данной техники легла славянская правка живота. И поэтому все настолько просто, все настолько легко, но в то же время очень эффективно. Und auf die Frage, wenn es jetzt bei mir nicht klappt oder dann nicht funktioniert, antwortet die Inga so, dass sie auch schon jahrelange Erfahrung darin hat und sozusagen ist es dann die Quintessenz, so diese Lehrgänge, beziehungsweise auch wenn darauf folgende Lehrgänge dann von uns organisiert werden. Es basiert auf slawischer Korrektur des Bauchbereiches, des Bauchraums und hier fließen aber auch Techniken aus der chinesischen, aus der tibetischen Medizin mit hinein, so dass, wie gesagt, das ist auch so eine Outdoor-Methode, kann man sich so vorstellen, und wie gesagt, einfach anzuwendende, aber trotzdem wirkungsvolle Techniken werden dort bei diesem Seminar vermittelt. Как вы поняли, то, что я с переводчиком, я из России, и на протяжении многого времени я также занималась и славянскими правками, выглаживанием жил, восстановлением, правками послеродовыми, послеродовое пеленание, не знаю, как это перевести. Поэтому опыт именно славянских практик показал, насколько это эффективно. Я просто добавила как в дополнение восточные техники, и получился такой очень интересный, полезный и вкусный семинар. Okay, wie man das vielleicht unschwer erkennen kann, ist die Inga aus Russland und die letzten Jahre ihrer Praxis hat sie ja auch dort durchgeführt. Unter anderem hat sie mit Schwangeren gearbeitet. Вот это как там выглаживание? Выглаживание жил. Это можешь так, как сухожилие выглаживать. Ну, в животе. По всему телу. Man muss sich das so vorstellen, dass im ganzen Körper die Sehnen herausgeglättet werden, beziehungsweise herausgezogen und geordnet werden. Also so kann man diese Praktik jetzt so auf Deutsch, wenn man es versucht zu übersetzen, zu erklären. Dann natürlich ja, Vorbereitung und die Nachbereitung bei Schwangerschaften, also selbstverständlich, was auch die ja, Rückbildungstechniken alles angeht, also diese Themen, da kennt sie sich auch sehr gut aus. Ну и поскольку беременная женщина, это все-таки такое, как... А про что? Да переводить, там много-много всего было. Основа – это славянские практики по работе с женщинами, и на них я добавила восточные техники. Also die Grundlage dieses Systems sind slawische Praktiken zur Arbeit mit dem Bauch, und auf dieser Grundlage hat sie dann auch ja, manche wirkungsvollen und einfachen chinesischen und tibetischen Techniken mit dazugefügt. Потому что женский организм, организм беременной женщины – это особая вселенная, и то, что помогает беременной женщине, наверняка поможет и обычным людям. То есть, weil, логика такова. Der Körper einer schwangeren Frau ist ja ein spezielles Universum für sich. Und was einer schwangeren Frau gut tun kann, beziehungsweise da wirkungsvoll ist, das kann selbstverständlich gegebenenfalls auch für alle anderen Menschen auch hilfreich sein und effektiv sein. Но конкретно этот семинар, который пройдет в Дрездене, у него не будет уклона именно на восстановление женщины после беременности. Он будет носить общий, ознакомительный и практичный характер. Und das Seminar in Dresden wird jetzt nicht den Schwerpunkt, also die Arbeit mit den Schwangeren haben, sondern hat als Schwerpunkt eher so ja, allgemeingültige Techniken, allgemein eine Techniken, die bei jedem anwendbar sind. Mm-hmm. Следующий вопрос. Можно ли поставить на место пупок? Die nächste Frage war es mit der Bauchnabelkorrektur, ob das überhaupt möglich ist und wie sie darüber denkt. Да, мы будем отчасти работать с опущенными органами и в том числе будем учиться вправлять пупок. Und wir werden tatsächlich mit ja, gesenkten oder verschobenen Organen arbeiten und wir werden auch das, ja, sage ich mal, thematisch anreißen, das Thema der Bauchnabelkorrektur.
А можно ли будет с помощью этого массажа подтянуть живот? Такой чтобы был вопрос. Чтобы он плоский стал или органы подтянуть? Органы я уже сказала, что да, мы будем подтягивать. А тут, наверное, имеется в виду, что когда такой... тут у меня два подвопроса. Если живот как бы как фартук висит, и если как мужчина, как барабан, то есть... Окей. Also die Frage, die sie bekommen hat, war folgende, ob man den Bauch flacher oder straffer machen kann, beziehungsweise den Bauch straffer machen kann. Und hier bei dieser Frage gibt es ja zwei Unterpunkte. Manchmal hängt der Bauch ja so ähnlich wie eine Schürze schlaff runter. Das ist ein Fall, da muss man vielleicht auf eine bestimmte Art und Weise herangehen. Und ein anderer Fall ist, wenn der Bauch aufgebläht ist, sage ich mal, wie so eine Trommel. Das ist oder das bedarf einer natürlich anderen Herangehensweise. Да, будут те техники, которые будут уменьшать объем живота. Also wir werden Techniken durchnehmen, die den Umfang des Bauches vermindern können. А живот, который как барабан или как пивной живот его еще называют? Also zum Thema Bierbauch oder wenn der Bauch so halt vollgefüllt oder straff ist, eine Trommel. Да, мы тоже будем с ним работать. Also auch hier dafür gibt es spezielle Techniken. Но это будет все на поверхности в качестве ознакомления, потому что и то, и другое состояние требуется все-таки, как это сказать, знание некоторых особенностей, например, если есть камни в почках, либо отсутствует какой-то орган, например, желчный пузырь. Там особенности, которыми занимается специалист. Но общую информацию вы обязательно получите. Und wir werden bei diesen Fällen oder für diese Fälle erstmal an der Oberfläche arbeiten, also nicht so in das Tiefe gehen, weil wenn man tiefer geht, muss man auch bestimmte Hintergründe des Menschen kennen, das Krankheitsbild des Menschen kennen, weil viele haben ja vielleicht dann Steine in der Gallenblase oder sogar einige Organe sind bereits entfernt worden. Vielleicht dieselbe Gallenblase ist ja bei manchen Menschen entfernt. Gebärmutter ist auch oft so, dass es bei manchen Frauen auch entfernt ist oder es fehlt eine Niere oder beide Niere. Und in dem Fall, wenn es, wie gesagt, schon an die Organe herangeht, muss man auch spezialisierter damit arbeiten, vielleicht auch Fachärzte unter Rat ziehen. Wie gesagt, das ist eine tiefgründige Ausbildung, das ist jetzt nicht so sehr das Thema dieses Seminars, welches folgt. Да, вы получите основу и уже решите для себя, например, что вам эта тема интересна, и вы хотели бы дальше изучать висцеральные практики, и тогда вы можете пойти на обучение. Sie werden bei diesem Seminar die Möglichkeit haben zu erkennen, zu erfahren, ob das interessant für Sie ist, ob Ihnen das Thema liegt, die viszeralen Massagepraktiken und können selbstverständlich dann daraufhin auch andere beziehungsweise fortführende Ausbildungen dann auch besuchen. На нашем семинаре, который пройдет в Дрездене, не обязательно знать топографию расположения внутренних органов. Und für unser Seminar am Wochenende müssen Sie auch nicht unbedingt die Topographie bzw. die Karte der Organe kennen und wissen, wo sie sich die sich genau befinden. Все будет сопряжено со славянской практикой, с ромбом макош, и поэтому все будет развиваться вся. Весь материал, который вы получите, он будет такой немножечко, как это сказать, прославянский, а не про медицинский. Das Thema ist eher, sage ich mal, aus der slawischen Kultur, aus dem slawischen Altertum vielleicht irgendwo auch. Und es gibt ein, ich sag mal, Übersystem, das Karo von Makosch. Und anhand dieses Systems oder Übersystems ist dieser Seminar für Laien, für Anfänger auch aufgebaut. Und da ist auch der bestimmte Schwerpunkt, also jetzt nicht die medizinische Beschaffenheit und die Arbeit und die Einwirkung auf bestimmte Organe, sondern erstmal im Allgemeinen die Einwirkung auf den allgemeinen Gesundheitszustand.
Еще один вопрос. Можно ли похудеть с помощью этого массажа? Die nächste Frage war, ob man mit Hilfe dieser Massage abnehmen kann. Объемы талии точно уменьшатся. Also der Umfang der Taille wird sich auf jeden Fall verringern. И если вы будете регулярно выполнять эту технику, то вполне реально, вполне возможно избавиться от 2-3 лишних килограмм, но по правильному типу, да, экологично, безопасно. Вот правильное слово будет безопасно. Und wenn Sie dann diese Techniken regelmäßig anwenden, können Sie tatsächlich 2-3 Kilo verlieren, unter der Bedingung, dass Sie es tatsächlich regelmäßig ausführen. Aber dieser Gewichtsverlust ist dann ungefährlich, weil er schonend vonstatten geht und eine gewisse Zeit braucht. Das sind nicht diese schlagartigen extremen irgendwo Gewichtsverluste, die dann der Gesundheit auch schaden können irgendwo. Ja, еще один вопрос. Часто болит живот, и я боюсь к нему прикасаться. Die nächste Frage war, ich habe oft Bauchschmerzen und habe Angst, irgendwie da drauf zu drücken oder dagegen einzuwirken. Вам обязательно нужно посетить наш семинар, который пройдет в Дрездене. Вы научитесь любить и принимать свой живот. Вы перестанете бояться, что тебе что-то там навредить, переместить куда-либо органы. Вы научитесь общаться со своим телом и в дальнейшем жить. In diesem Fall müssen Sie erst recht zu unserem Seminar kommen, weil bei dem Seminar werden Sie auch lernen, weniger Angst zu haben, nicht zu scheuen, auf den Bauch einzuwirken, auf die Organe einzuwirken. Wie gesagt, es wird ausführlich alles erklärt, gezeigt, ausprobiert, so dass man auch jetzt dem Teilnehmer, der unter Schmerzen leidet, auch die Angst nehmen kann, an sich selbst zu arbeiten und bei sich selbst tatsächlich so eine positive gesundheitliche Wirkung zu erreichen. Я вам немножечко поделюсь из своей личной практики. Те пациенты, которые были у меня на процедурах и которым я делала массаж живота, они все отмечали, что это их самая любимая, самая приятная, самая нежная, великолепная процедура, и они практически все засыпают. Да, поначалу бывает немного неприятно, но в итоге все засыпают, расслабляются, и это становится их любимым массажем. Und sie erzählt noch ein bisschen aus der eigenen Erfahrung. Bisher waren alle Patienten, die zu ihr gekommen sind und diese Bauchmassage genießen durften, haben zum Schluss auch gesagt, dass es ihre Lieblingsanwendung ist, beziehungsweise die Lieblingstechnik, weil es sehr schonend ist, sehr sanft ist, sehr entspannend ist, so dass viele tatsächlich dabei auch einschlafen. Und ja, viele Patienten haben sich auch diese positiven Wirkung erfreut. А еще такой частый вопрос, если у женщины ногти, как быть с этим? Und noch eine sehr oft Frage, die dann gefragt wird, wenn eine Frau lange Fingernägel hat, wie soll sie dann damit arbeiten oder wie soll sie damit массieren? Ну, вы можете надевать перчатки. Sie dürfen zum Beispiel Handschuhe anziehen. А можете научиться массажу живота, привести в порядок свой желчный пузырь, у вас уйдут застойные явления в животе, и вам больше не придется наращивать либо приклеивать себе искусственные ногти. Ваши ногти будут настолько красивыми и прекрасными, что вам не придется что-то придумывать. Bringen mit Hilfe dieser Bauchmassage ihre Leber in Ordnung, ihre Gallenblase in Ordnung, regulierenden Gallenfluss, so dass sie halt von Natur aus schöne Fingernägel bekommen, dann müssen sie keine künstlichen Fingernägel drauf tun, sie müssen keine langen Fingernägel tragen, die Fingernägel werden von Natur aus dem Körper heraus, einfach auch in ihrer natürlichen kurzen Form schön und ansehnlich sein. Еще вопрос был, вот как раз мы к ней подошли, я уже чуть-чуть забежала вперед. Если проблемы с желчным пузырем, загиб желчного пузыря, тоже очень частое явление, застой желчи, можно ли с помощью данной практики наладить работу, улучшить желчеотток? Die nächste Frage war, was wovon auch viele Menschen betroffen sind, ist eine Krümmung in den Gallenwegen. Also die Gallenblase kann dann schlecht die Galle loswerden und so weiter. Man kann tatsächlich auch durch diese speziellen Einwirkungen hier eine Verbesserung schaffen,
Und ich muss aus meiner eigenen Erfahrung da anmerken, dass die meisten Menschen gar nicht wissen, dass sie davon betroffen sind. Sie haben irgendwie Unwohlsein oder Energielosigkeit oder sonstige Beschwerden, aber sie können das damit nicht in Verbindung bringen, dass das tatsächlich eine Verkrümmung der Gallenwege ist. Und man kann tatsächlich das herausmassieren und um einiges verbessern. Если вы будете заниматься самомассажем, и даже если вы знаете, что у вас есть камни в желчном пузыре, то вы себе не сможете навредить, потому что вы будете, когда человек сам себе делает, он контролирует степень нажима, он больше, чем сверху не надавит, поэтому абсолютно безопасно, и в какой-то степени даже можно такую профилактику делать. Если у кого-то был песок, то потом, чтобы не образовывалось камни, не образовывался повторный песок. Это вот хорошая такая практика в целях профилактики. Und sogar wenn Sie unter Gallensteinen leiden, beziehungsweise auch Sand in der Gallenblase haben, selbst dann dürfen Sie diese Massage ausführen, unter anderem auch präventiv irgendwo, damit, wenn Sie nur Sand in der Gallenblase leiden, damit keine Steine sich daraus entwickeln oder bilden. Und wenn man sich die Massage selbst macht, kann man sich auch nicht schaden dadurch, auch in diesem Fall, weil man tatsächlich sehr schonend darin arbeitet und so ein gutes Eigengefühl entwickeln kann, so dass man niemals zu stark irgendwo draufdrücken würde, um sich selbst zu schaden. Как мы будем работать? На практике мы будем, каждый будет себе выполнять In der Praxis wird die Ausbildung so aussehen, dass jeder die Selbstmassage bei sich selbst ausführen wird. Если по каким-то причинам вы очень хотите, но нельзя трогать ваш живот, вы можете прийти с партнером и на нем практиковать. Und in dem Fall, wenn Sie auch unbedingt und sehr gerne teilnehmen möchten, aber Ihren Bauch nicht anfassen dürfen oder nicht wollen, können Sie auch einen Partner mitnehmen und das selbstverständlich beim Partner einüben. Ну, например, первый триместр беременности, когда женщина еще в таком трепетном состоянии, и мы не делаем массаж не потому, что мы можем вызвать абортивность, просто для того, чтобы обезопасить себя. Не рекомендовано делать, но, например, если вы сами себе делаете, то здесь как бы другой вопрос. Да, вы можете делать себе и на первом триместре беременности самомассаж, как раз-таки, если есть токсикоз, и чтобы убрать вот эту вот застой желчи, как раз-таки самостоятельно вы себе можете делать, но, опять же говорю, если у вас есть по каким-то медицинским показаниям Запрет, то приходите с партнером, все будет хорошо. Und in erster Linie geht das schwangere Frauen an, also im ersten Trimester sind die Frauen eher so in dem Modus, wo sie sich an diesen neuen Zustand gewöhnen müssen. Und es ist jetzt nicht so, dass man durch diese Massage, wenn die Frau schwanger ist, in den ersten drei Monaten gleich eine Fehlgeburt auslösen würde. Darum geht es nicht. Es geht eher darum, dass man die Frau sich eher schonen muss, wie gesagt, sich an diesen Zustand gewöhnen muss. Und es wäre tatsächlich in diesem Fall besser, dass die Schwangeren einen Partner mitbringen und das beim Partner erstmal einüben, bis tatsächlich sie selbst das bei sich dann nach der Schwangerschaft machen können. При бесплодии и при нарушении потенции эти техники самомассажа тоже будут полезны. Bei Frauen, die Schwierigkeiten haben, schwanger zu werden, aber auch bei Erektionsstörungen und so weiter, also bei allen Störungen des Reproduktivsystems, sind diese Massagetechniken auch sehr wirkungsvoll und zu empfehlen. При застое в малом тазу, такие как геморрой, либо миома матки, тоже? Bei Stauungen und Krankheiten, die daraus entstehen im Beckenbereich, also bei Hämorrhoiden, Bei Myomen in der Gebärmutter sind diese Techniken auch wirkungsvoll. Сейчас, наверное, кого-то удивлю. Даже если у вас часто болит спина, вам обязательно нужно посетить этот семинар, потому что очень часто спина болит, потому что проблемы в животе. Und manche werden sich vielleicht auch wundern, wenn Sie unter Rückenschmerzen zum Beispiel leiden, dann müssen Sie auch diese Techniken durchführen oder sollten es erlernen. Weil die Rückenschmerzen entstehen auch in den meisten Fällen dadurch, dass
im Bauchbereich, im Verdauungssystem etwas nicht in Ordnung ist. Что еще хотела сказать? Сейчас я посмотрю по вопросам. Про пищеварение, если плохой аппетит, да, также поможет. Bei schlechtem Appetit kann das auch helfen, also den Appetit anzuregen, die Verdauung anzuregen. Если есть анемия, либо другие дефициты витаминов, он также поможет этот массаж. Wenn Sie unter Anämie leiden oder andere Mängel des Blutes oder des Kreislaufsystems, können Sie auch diese Massagetechniken anwenden. Если у вас нарушен сон, плохой сон, вы часто испытываете стресс, то тоже эта техника, она очень вам поможет. Bei schlechtem Schlaf, bei Schlaflosigkeit, bei sehr hoher Stresseinwirkung sind diese Massagetechniken auch empfohlen. И в начале нашего семинара мы много достаточно времени уделим связи внутренних органов и наших эмоций. Und am Anfang des Seminars werden wir in erster Linie darüber sprechen, wie unsere Emotionen mit der Beschaffenheit und mit dem Leben unserer inneren Organe verbunden sind. Мы поговорим, при каких болезнях органов, какие бывают эмоции, как со знаком плюс, und так и со знаком минус. Wir werden auch erzählen, welche Krankheiten der inneren Organe welche Emotionen auslösen. Also es ist jetzt nicht immer so, dass die Emotionen auf die Organe wirken, sondern eine gewisse Krankheit, Leiden oder eine Schwäche eines Organs bringt den Menschen dazu, wieder und wieder dieselben Emotionen zu erleben oder die entstehen dann in diesem Menschen. Wie positive als auch negative Emotionen. Und darüber werden wir auch sprechen. И вы сможете легче понимать себя, какие-то свои состояния, и вам легче будет понимать других людей и также их состояние. Und sie werden viel besser sich selbst verstehen, sie werden viel besser aber auch andere Menschen verstehen und den Zustand der anderen Menschen. Ну, такой типичный, например, для России приведу, когда жена говорит мужу, поехали в отпуск, а он никак не соглашается с ней поехать в отпуск. So ein typisches Beispiel für Russland speziell, wo die Frau den Mann ständig versucht zu überreden, lass uns in Urlaub fahren, lass uns in Urlaub fahren, und der lässt sich schwer davon überzeugen oder überreden. Говорит, денег нет, времени нет. Sagt die ganze Zeit, wir haben kein Geld, wir haben keine Zeit dazu. Ну, такой немножечко жадничает. So, ein bisschen geiziger Mann. Вот, а жена может правильно погладить нежно живот мужу. Und die Frau müsste dann ja, gewisse Techniken, also Bauchtechniken ausführen, beziehungsweise den Bauch richtig berühren. Уберет все застойные явления в желчном пузыре и печени. Und wird diese Stauungen in der Gallenblase und in der Leber beseitigen. Мужчина станет более щедрый, более добрый и согласится таки поехать в отпуск. Und der Mann wird dadurch, also eher, sage ich mal, er möchte eher dann etwas abgeben, wird, er bekommt bessere Laune und dann wird er sich selber auch dazu entscheiden, in den Urlaub zu fahren. Эти знания, связи внутренних органов и эмоций, я уверена, что в жизни, в коммуникациях с другими людьми вам очень сильно помогут. Und ich bin mir sicher, dass diese Verbindung, also das Wissen über die Verbindung der Emotionen mit den inneren Organen wird euch allen selbstverständlich auch im Alltag sehr behilflich sein. Коротко я по всем основным вопросам, которые были, я ответила. Also wir haben kurz auch alle Fragen, die uns bis heute erreicht haben, mal kurz darauf geantwortet. Более подробно мы еще, конечно, с вами поговорим на семинаре. Если у вас после эфира останутся какие-то вопросы, обязательно задавайте. Ausführlicher werden natürlich wir beim Seminar darüber sprechen. Wenn Sie jetzt noch irgendwelche Fragen haben, dürfen Sie gerne die Fragen uns jetzt stellen. Да, как видео будет запись, пишите в комментариях либо в личные сообщения. Sie können auch einen Kommentar jetzt in den Chat schreiben, wie gesagt, oder Mikro einschalten und die Frage stellen. А сейчас, если у вас остались какие-то вопросы, и вы хотели бы их задать, пришло то самое время задать свой вопрос. Genau, also jetzt habt ihr die Zeit dazu, um eine persönliche Frage zu stellen. Есть вопросы? Ну, Fragen eurerseits? Ich hätte eine. Ja. Okay. Ja, gerne. Genau.
Wie lange dauert denn im Durchschnitt so eine Behandlung, wenn man die jetzt selber anwendet? Сколько длится вот это полностью этот массаж, если у себя его делать? В самом начале, возможно, в первый раз, возможно, он займет у вас полтора-два часа. Am Anfang, wenn Sie das noch nie gemacht haben, wird es vielleicht 1,5 bis 2 Stunden Zeit beanspruchen. А со временем это может сократиться до 10-15 минут. Und nach und nach wird sich die Zeit verkürzen bis 10-15 Minuten vielleicht. Потому что с каждым сеансом самомассажа ваши проблемы будут уходить, и вам потребуется делать такой массаж уже гораздо реже, и уже он будет короче. Weil mit jeder Behandlung werden die Probleme nach und nach beseitigt, so dass sie dann letztendlich nach einiger Zeit weniger Zeit brauchen, da Ordnung hineinzubringen und auch nicht so oft diese Massage durchführen müssen, weil wie gesagt im Bauchraum schon alles gut funktionieren wird. Также вы можете использовать не всю практику, а брать какие-то отдельные части. Например, вот если у вас застой желчи, вы можете более часто продавливать желчный пузырь. Und Sie müssen nicht die ganze Bandbreite an Techniken, die wir dann beim ersten Seminar vermitteln, anwenden, sondern wenn Sie speziell Probleme mit der Gallenblase haben, können Sie jeweils nur die Techniken anwenden, die für Sie speziell jetzt angebracht sind. Also jetzt in dem Fall nur die Gallenblase massieren und dort gezielt darauf einwirken. И это можно совмещать, например, с утренним либо вечерним туалетом, когда вы чистите зубы, либо сушите волосы, что-то такое, либо готовите себе завтрак. In den Alltag auch integrieren diese einfachen Techniken, was zum Morgen, zur Abendtoilette dann auch eine kurze, schnelle Anwendung, beziehungsweise bei anderen Alltagsaufgaben kann man zwischendurch sich auch eine Erleichterung schaffen, beziehungsweise in einer kurzen Pause positiv auf die eigene Gesundheit wirken. Mhm. Ja. Gut. Еще. Weitere Fragen? Keine Frage. Okay. На все вопросы ответили, вопросов больше ни у кого нет. Я im Vorfeld auf die Fragen geantwortet, die bis jetzt aufgetaucht sind. Я сейчас проверю чат, может быть, там есть какие-то вопросы. Ну, я всегда стараюсь, чтобы... Wir gucken schnell nochmal in den Chat, vielleicht sind dort Fragen. Да. Как вы уже, наверное, поняли, я всегда стараюсь в своих обучающих программах все давать последовательно. Я всегда говорю, дослушайте, пожалуйста, до конца. Скорее всего, вы получите ответ на свой вопрос, потому что за время моего опыта в обучении, в моей личной практике, я стараюсь задеть все важные вопросы и... как-то, чтобы все было последовательно, не перескакивать как бы с места на место. Also der Ablauf von Ingas Vorträgen ist ja so, dass sie zuerst den Vortrag erzählt und nach und nach jeden Punkt erörtert, den sie vorgehabt hat zu erörtern. Deshalb kommen die Fragen meistens eher zum Schluss, weil wenn man die Fragen zwischendurch stellt, das ist sowieso dann, vielleicht wäre es so gewesen, dass sie dann im zweiten, dritten Teil des Vortrags sowieso auf die Frage antworten, beziehungsweise die Fragen sich von selbst dann auflösen im Verlauf des Vortrags. Und wer von euch das Video dann mit der Aufzeichnung anguckt, der darf natürlich auch uns die Fragen zukommen lassen, entweder im Kommentar unter dem Video oder speziell an unsere WhatsApp-Kontakte dürft ihr uns auch eure individuellen Fragen jedes Mal zukommen lassen. Что еще хотела сказать? Если будут какие-то вопросы после семинара, то вы всегда можете задать их в личное сообщение, можете написать мне. По-немецки я понимаю лучше, чем разговариваю. И как вы уже поняли, такие сложные слова иногда вообще, в принципе, тяжело очень перевести, потому что я сегодня что-то там переводила, и получилось так смешно, что вместо правки получилось управление, что-то такое, поэтому это очень сложно. Also für alle Seminarteilnehmer dann im Nachhinein, ihr bekommt ihr unsere Kontakte, und wenn ihr dann beginnt, selbst zu arbeiten und die Techniken anzuwenden und dann Fragen auftauchen, dürft ihr uns natürlich auch jedes Mal anfragen, wir konsultieren, beraten euch dann gerne.
Ihr dürft die Inge auch persönlich auf Deutsch anschreiben, da versteht sie schon eine gewisse Menge. Nur beim Sprechen, beim Erzählen werden da auch Übersetzer, unter anderem ich, eingesetzt, weil tatsächlich es Begriffe gibt, die schwer zu übersetzen sind. Und wenn es eine Maschine macht, zum Beispiel haben wir heute was mit Google übersetzt und da ist was ganz Schiefes rausgekommen, dass in Russland der Bauch regiert hat für eine ganz lange Zeit. Also wie gesagt, normalerweise wird sie bei den Seminaren auch von einem Dolmetscher übersetzt. Mhm. Еще осталось пару минут, и я тоже немножечко расскажу про семинар, его структура. Вначале у нас будет такая небольшая разминка, поэтому я женщин предупреждаю, чтобы они приходили как не в коротких юбках на свой вопрос, что у нас будет небольшая разминка, поэтому я указала, что приходить нужно в свободной, удобной, мягкой одежде. Будут, ну, такая как мини-йога очень небольшая. Это во-первых, потом у нас будет теоретическая часть, потом мы уже переступим к практике. Speziell was das Seminar angeht, ihr solltet bitte lockere Kleidung dabei haben und anziehen, vor allem am Anfang, weil das Seminar wird so ablaufen, dass wir am Anfang eine gewisse Zeit Aufwärmübungen machen werden gemeinsam und dazu so eine Art Mini-Yoga-Einheit. Dazu bitte lockere Kleidung mitnehmen. Irgendwie keine kurzen Röcke oder sowas, Sportkleidung und dann selbstverständlich nicht so viel essen vorher. Eigentlich ist es schon dann ausreichend für die Vorbereitung. Und dann ist der Вопрос. Ну, там тоже был вопрос, как готовиться к семинару, что с собой брать. Ага. У нас есть эта информация в чате, я ее сейчас повторю, нужно взять удобную с собой одежду, это влажные салфетки, либо средства для дезинфекции рук, но вы будете работать с самим собой, поэтому вы других людей трогать не будете, чистота как бы рук и вашего живота, это ваша ответственность, и не обязательно, может быть, вам будет достаточно просто полотенчика, чтобы сходить в туалет, там будет туалет, вы можете туда пройти, помыть руки, обтереть и как бы продолжить работу с собой дальше. Und ihr dürft dann Feuchttücher mitnehmen, ihr dürft dann Handtuch mitnehmen, wenn ihr möchtet, Desinfektionsmittel, wenn ihr braucht. Toiletten sind ja dort im Raum, man kann sich dort jedes Mal die Hände abwaschen, wenn der Bedarf dazu ist und so weiter. Also wie gesagt, ein Handtuch, Feuchttücher, Desinfektionsmittel und lockere Sportkleidung. Также желательно взять с собой легкий перекус, чтобы надолго не отлучаться, чтобы там не переодеваться, семинар не растягивать по времени. Чем больше времени мы как бы будем собранными, тем я смогу для вас больше дать информации. Поэтому также очень важно, возьмите с собой какие-то емкости для воды хотя бы, чтобы можно было взять с собой в общий зал. Пить водичку во время массажа обязательно нужно. И, конечно, нужно отдавать предпочтение теплой воде. Чайники у нас там будут, но просто свою какую-то индивидуальную кружечку желательно взять с собой, чтобы не пить из пластиковых стаканов. Und natürlich etwas eigenes zum Trinken bitte auch mit dabei haben. Habt einen kleinen Snack mit dabei, damit die Pause jetzt nicht sich zu lange hinziehen muss, damit wir was Leichtes, Schnelles essen, damit das Seminar auch pünktlich zu Ende gehen kann. Und es ist auch sehr warmes Wasser vorzuziehen, wenn Sie etwas dabei haben in einer Thermoskanne. Selbstverständlich können wir auch dort vor Ort ein heißes Wasser vorbereiten und trinken und so weiter. Also man kann auch während des Seminars trotzdem trinken. Also das ist jetzt nicht so, dass es irgendwie da einiges verhindern würde. Und natürlich Schreibzeug, wer sich Sachen notieren möchte, nimmt bitte auch Schreibzeug mit, damit ihr dann auch genug, wie gesagt, Wissen mitnehmen könnt. Мы не обещаем, что будет видеозапись семинара, поэтому лучше возьмите ручку и листочек. Weil es ist tatsächlich schwierig, so ein Seminar über Video zu übermitteln, beziehungsweise eine Aufzeichnung anzufertigen, deshalb habt bitte Schreibzeug dabei und es ist eher so eine persönliche oder Präsenzveranstaltung.
Забыла, я еще к одному вопросу хочу вернуться. При онкологии можно ли делать самомассаж? Да, можно. Bei Onkologie, от Krebserkrankungen, darf man diese Massage auch anwenden. Also da ist diese Frage auch an uns herangekommen. Это, Also Selbstmassage des Bauches ist dabei sehr wohl möglich. Ну, если только нету каких-то прям явно открытых ран, там, швов свежих на животе. Also, wenn man jetzt keine offenen Wunden irgendwie auf dem Bauch hat, irgendwie Schnittverletzungen oder Narben, sozusagen, die könnten das alles verhindern. Wenn man das nicht hat, kann man selbstverständlich, wie gesagt, wie am Anfang wir das schon erwähnt haben, unabhängig vom Alter, unabhängig vom Geschlecht, körperlicher Verfassung und so weiter, kann man daran teilnehmen. Und die Techniken erlernen und bei sich selbst anwenden. Берите с собой теплые носки и пледы. Почему? Потому что очень расслабляет. И так как мы запускаем лимфодренаж достаточно сильный, бывает так, что начинает морозить. Не потому что там прохладно в помещении, просто это естественный процесс. И поэтому бывает, что иногда подмораживает. Поэтому да, нужны теплые носки, да, нужен плед, и да, нужна теплая вода. Und nehmt bitte auch eine Decke mit und warme Socken, wenn wir die Lymphdrainage, wie gesagt, aktivieren, kann es sein, dass es einen fröstelt, nicht weil es draußen so heiß ist oder kalt ist, sondern wegen, wie gesagt, wegen den Prozessen, die wir im Körper in Gang setzen. Deshalb wäre auch eine Decke und warme Socken angebracht, dass man das zumindest dabei hat. Ну и еще после этого, после данного массажа может захотеться в туалет и по маленькому, и по большому. Поэтому, если вы знаете, что у вас накануне, пожалуйста, не наедайтесь чего-нибудь такого. Und es kann natürlich auch sein, dass man öfters dann auf die Toilette muss, wenn man das Ganze aktiviert, Verdauungssystem groß und auch klein. То, что слабит, не наедайтесь, ist пожалуйста. Im Vorfeld vielleicht eher weniger und ist nichts, was die Verdauung irgendwie so zu stark anregen oder reizen könnte. Например, банан, он же чугунный. Also, keine Bananen, die dann auch für die Gallenblase sind. Вот. Ну что, если еще вопросы, okay, будем завершать эфир. Ansonsten kommen wir langsam zum Ende mit okay. der heutigen Live-Vorstellung. У тебя есть вопрос? Nein. Nein, okay. Ich habe bis jetzt auch keine Fragen. Keine Frage, okay. Вроде на все ответили. Ja, okay, ja. Dankeschön fürs Dabeisein. Wir haben, glaube ich, alle Fragen Спасибо вам большое за то, что уделили время, задавали Danke, вопросы, принимали участие. Die Спасибо Zeit большое euch dafür genommen habt, за ваши сердечки. Auch für das Herzchen. Vielen Dank.